Okay. Hier ist nix. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Irgendwas Geiles. Und ich meine jetzt damit nicht Pamela Anderson-mäßig oder Daniela Katzenberger-mäßiges, wenn ich sage, was Geiles. Obwohl, wäre mir jetzt recht. Aber ich schweife schon wieder vom Thema ab. Welches Thema? Oh, oh. Munition. Wir haben Munition bekommen. Sehr schön. Aha. Ich weiß jetzt gar nicht, ging das da hinten nicht auch noch weiter, wo wir waren? Nee, von da sind wir gekommen. Das heißt, hier Sackgasse. Dann können wir wieder zurück. Ja, dann können wir wieder zurück. Okay, das haben wir. Genau, und hier waren wir ja dann, dass wir hoffentlich die Leiter wieder hochkommen. Genau, da ist die Leiter. So, und was mir jetzt natürlich erstmal einfällt, erstmal abspeichern. So, von da sind wir gekommen. Ja, hier ist eine Tür. Eine Tür. Boah, ist ja mal scheiße, wenn man dann hier so ins Freie reinkommt. Ach, war da oben das vielleicht gewesen, wo wir vorhin hergesprungen sind? Oder vor, weiß ich nicht, vor ein oder zwei Folgen, keine Ahnung. Oder in der, ja, keine Ahnung, ob es in der ersten Folge war. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal hier weiter. Und das kommt mir so vor, als wenn gleich die Daten geladen wären. Da, und da wären sie geladen, aber auch nur ganz kurz. Scheiße, jetzt werden die Daten wieder geladen. Naja, einen Hauch an Muni haben wir wieder aufgenommen. Ich darf nur nicht jetzt wieder zu weit zurücklaufen, sonst werden die Daten wieder geladen. Alter, was ist das denn für eine Wumme? Fliegt die Kugel hier nur 3 Meter weit und fällt dann zu Boden? Vorhin machen wir den mit 2 Schuss platt und jetzt müssen wir hier fast ein ganzes Magazin draufhauen, damit er stirbt? Das ist doch ein Witz. So. Schrotgewehr. Das ist schon mal ganz gut. Aber Schrotgewehr ist natürlich auch nur für, ja, für Kämpfer auf kurzer Distanz. Nichts als, ja, also ist halt eine Nahkampfwaffe. Oh, oh. So, und das ist eindeutig zu weit weg für Nahkampf. Aber die Pistole hier ist ja auch nicht gerade gut für einen Fernkampf geeignet. Oder für einen normalen Kampf. Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Die macht gar nichts, weißt du was? Die ist lächerlich. Aber da kann ich auch mit dem Schrotgewehr versuchen, ganz ehrlich, weil wir schaffen da ja gar nichts mit. Das Ding versucht uns hier voll den Arsch. Was denn los? Ey, wir schießen mit allem, was wir haben. Und das ist nicht viel. Aber immerhin schießen wir damit. Und dieses Scheißding da stirbt einfach nicht. Das ist aber zum Kotzen. Oh nee, wie soll man das denn machen? So, das geht schon besser. Und ich habe jetzt auch direkt einen Doppelschuss gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist heißer Dampf. Für ein Latte Macchiato oder ist das ja vielleicht ganz witzig zum Milch aufschäumen, aber für uns jetzt hier gerade nicht so. Was ist denn, wenn wir hier ganz am Rand hergehen? Ah, ganz am Rand entlang geht. Und da müssen wir natürlich aufpassen wegen dem Kackvieh da oben. Komm, speichern wir ab. Und dann nehmen wir uns mal die nächste Leiter. Muss natürlich jetzt aufpassen. Gut, den einen Elektro-Scheiß hier, den haben wir erledigt. Boah, unsere Munition, die ist ja super knapp. Oh, oh. Oh, oh. Abspeichern. Hier ist nichts. Alter Falter, da haben wir einen Aufzug. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wenn uns jetzt hier so eine scheiß Headcrab entgegenkommt. Oh nein. Alter Schwede, 4 Schuss nur noch. Ich werd bekloppt. 4 Schuss. Krass. Boah, ich hoffe, dass wir hier irgendwas... Moment mal eben.
Wir haben nur noch 10% und ich hab's nicht gesehen. Wir haben 10% Leben nur noch. Ach du Scheiße, ich hoffe, dass wir das noch schaffen hier. Dass das jetzt nicht ein Fehler war. Ich habe da nicht drauf geachtet, auf unsere Gesundheitsanzeige. Scheiße. Ich habe da nicht drauf geachtet. Oh Gott, hoffentlich packen wir das noch. Ey, wir haben 25% Energie nur noch. Okay, egal, ich speichere. Scheiße. Ah, jetzt darf uns nicht ein Fehler mehr passieren, ne? Sonst haben wir die große Arschkarte. Moment mal. Was ist denn? Können wir damit gar nicht hoch? Aha, weil wir keinen Schalter hier haben. Gut. Boah, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht, ne? Mit 25%. Ah, somit wäre der Rückweg schon mal versperrt, ne? In diese radioaktive Kloake brauchen wir nicht rein. High Voltage. Okay, auch noch mit Strom verseucht hier. Alter. Genau solche Scherze meine ich. Okay. Okay, das bedeutet, wir müssen direkt an die Leiter ran. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass wir einen Gewicht kriegen und dann sind wir tot mit 25% Gesundheit. Das ist nicht witzig. Genau das meinte ich. Okay. Ach du Scheiße, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach du Scheiße. Okay, das ist auch nix. Alter Falter. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich ja gerade gar nicht weiter. Was machen wir denn da? Ist hier denn irgendwie irgendetwas? Secure Access? Da ist eine abgebrochene Leiter. Boah, ich hoffe, dass das jetzt nicht schon sofort losgeht. Da. Ist nix. Pass auf, wir müssen uns mal das Verhalten hier ansehen. Jetzt alle nix. Wir müssen mal kurz gucken. Jetzt kommt da was runtergeflogen, ne? Oh, das geht aber sofort runter. Und da bricht die Leiter sofort ab. Ach du Scheiße. Und dann müssen wir erstmal abwarten. Oh, oh, oh. Hier wird immer mehr abgehauen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Oh. Oh. So ist das also. Oh, oh. Und jetzt mit unserem schnellen Gang hier. Da ist der G-Man. Ich werde bekloppt, der G-Man. Nein! Doch! Alter, wir sind in Sicherheit. Erstmal speichern. Ach du heilige Scheiße. Also, mussten wir das erstmal abwarten. Hier war er vorhin gewesen. Okay, da können wir so nichts machen. Boah, das ist vollgelaufen. Scheiß die Wand an. Das war, muss ich sagen, das war schon krass gewesen. So, war hier hinten noch was? Ich muss mal eben kurz zurück. Nein, da sind wir reingekommen. Okay, dann können wir jetzt hier weitergehen, wo der Fahrstuhl ist. Oh, und es geht runter und es geht runter. Okay. Okay.
Ich wollte gerade auch mal so manuell richtig speichern und nicht nur über schnell speichern, aber ich habe Angst, weil dann kann sein, dass die Aufnahme abbricht, weil ich habe hier einen heiden Aufwand betrieben, um dieses Spiel überhaupt aufnehmen zu können, weil das ist nämlich nicht einfach. Weil, ne, es eben halt schon so alt ist. So, da haben wir Muni, das ist ja schon mal ganz witzig. Ach du heilige Scheiße. Boah, ich glaube, ich nehme mal lieber das Messer in der Hand. Jetzt müssen wir hier echt mal gucken, was wir hier machen. Wir müssen ja irgendwie, ich denke mal, also hier können wir nichts machen. Ich mache jetzt auch extra diese Kiste hier nicht kaputt. So, das heißt, hier können wir nichts machen. Ich denke mal, wir müssen einfach mal auf die andere Seite. Boah. Leck mich am Arsch. Und da ist eine explosive Kiste. Oder die vielleicht doch mal wegmachen. Na, okay, jetzt sind wir unten gelandet. Die tolle Sprungtechnik mit gebückt und hier und da und alles, ne? Und bück dich, du Luder. Aha, da ist also ein Schalter. Können wir damit? Nee, also anscheinend das, was mit dem Messer nicht kaputt geht, geht damit auch irgendwie nicht kaputt. So, ich scheiß was drauf, ich habe jetzt mal abgespeichert. Ach, da unten können wir doch noch her. Da ist eine Headcrab. Hm. Kommst du? Guck mal, wir sind hier. Hallo, hallo, Headcrab. Wir können dir in dein Pupsloch gucken. Oh, und da ist eine. Alter, ist das scheiße ohne Fadenkreuz. Nein. %22. Wir müssen unbedingt Medikit finden. Das war Munition für... Nein. Für Schrot und wir sind nur noch... Ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, sind wir jetzt gleich hops. Jetzt haben wir nur noch 19%. Ich komme gar nicht dazu, unsere Prozentzahlen zu sagen. 18%? Wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Alter, die Medipacks, die sind hier aber auch rar gesät. Und da ist eins, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir können uns aufladen. Das bedeutet, wenn nichts dazwischen kommt, wir haben zwar nur 68%, aber die haben wir, Gott sei Dank. Das heißt, wenn nichts dazwischen kommt, denke ich, könnten wir das Spiel jetzt doch überleben und weitermachen. Boah, das war ja wieder echt knapp gewesen, ey. Blöd, dass ich davor nicht drauf geachtet habe. So, pass mal auf. Ich vermute mal, dass wir wohl da hinten hin müssen. Mal eben gucken. So, da können wir herspringen. Und wenn wir die runterschubsen, dann können wir da hinten auch hin. Vielleicht sollten wir die jetzt gleich mal eben mit einem gezielten Schuss zur Explosion bringen. Mit einem gezielten Schuss. Und zwar am besten von hier aus. Nochmal eben speichern. 68 und 1. Okay. 68,1. Wir sind nicht verwundet worden. Das Ding ist nicht mit in die Luft geflogen. Pass mal auf. Auch wenn es vielleicht Verschwendung ist. Was ist das denn für eine Kollisionsabfrage? Alter. Also ich wollte mich nur nicht nochmal von dem Vieh angreifen lassen. Okay, speichern. Ja, nur da ist natürlich jetzt wieder jede Menge Muni bei draufgegangen. Na gut. Nein. So viel zu dem Thema. Scheißviecher. Die sind aber auch hinterhältig. Und in einer Überzahl vorhanden. War gut, dass wir die Kiste nicht kaputt gemacht haben. Aber die könnten wir doch kaputt machen, oder? Ja.
Ah, schade. Nichts drin gewesen für uns. Oh, nein, 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 nein. Hui! Jawohl. So, und das Vieh haben wir hops gehen lassen. Ey, Moment mal. Jetzt frage ich mich aber gerade, da hinten geht's doch bestimmt auf. Scheiße. Ja, sicher, da hinten. Wie kommen wir denn da hin? Hätten wir doch noch Kisten behalten müssen.